Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge hier. An diesem wunderschönen Tag. Naja, so wunderschön ist es eigentlich nicht draußen. Ja, ich habe ja schon eben am Anfang gesagt der Session. Ich habe so gesehen mir etwas ausgedacht in Bezug auch auf Themen, worüber ich spreche. Ich habe so gedacht, Daniel, sei doch mal witzig oder schlau so in dem Sinne. Und google mal Themen zum Diskutieren. Das heißt, ich habe mir Themen rausgesucht, wo man gut sich drüber unterhalten kann. So ein bisschen pro- und kontramäßig. Guck mal, das sind nur drei Ebenen. Es sind nur noch drei Ebenen. Das schaffen wir heute locker. Und da habe ich eine coole Seite gefunden. Nämlich Jugend-Debattiert. So für den Unterricht, worüber man reden kann. Und da habe ich so gedacht, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Und zwar, sollten Jungen und Mädchen in bestimmten Fächern getrennt voneinander unterrichtet werden? Da frage ich mich, was hat das für einen Vorteil, was hat das für einen Nachteil? Vorteil hat es halt eben, dass Gleichgeschlechtliche, ja so gesehen, also eben Jungs separat und Mädchen separat lernen können. Die Frage ist dabei, ist das aus psychologischer Sicht überhaupt sinnvoll? Denn auch wenn dann so gesehen Gleichgesinnte untereinander sind, ist es ja für die Chemie oder insgesamt so für den Lernstoff zum Lernen meiner Meinung nach nicht so vorteilhaft, wie man denkt. Denn das Ding ist doch, gerade in Gruppenarbeiten, wenn Mädchen und Jungen zusammenarbeiten, sei es nun jetzt zum Beispiel das Thema Philosophie. Ein Mädchen hat eine andere Meinung als Jungen. Und gerade dann so bei Gruppenarbeiten, wo man dann so verschiedene Aspekte heraussuchen soll, wie zum Beispiel ja auch eben in Geschichte, da muss man ja auch alles raussuchen, was auf Fakten beruht, begründen. Deswegen sage ich, in dem Aspekt ist es nicht hilfreich oder nicht sonderlich, empfehlenswert, Jungen und Mädchen getrennt zu unterrichten. Ein Vorteil hat es wiederum, weil, und das ist dann aber so in anderen Fächern so, weil man gleich denkt oder weil es vielleicht dann einfacher ist, Unterricht zu gestalten. Nehmen wir als Beispiel Sport. Ich nehme jetzt nur mal eben 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay, komm, 6. Und ansonsten gehen wir gleich zurück und müssen sonst Pflasterstein wiederholen. Das war jetzt eine Ausnahme. Denn im Sport ist es ja wirklich so, nehmen wir zum Beispiel Fußball. Es ist schön zu sehen, wenn Jungs und Mädchen dann ja miteinander Fußball spielen, aber die Mädchen fühlen sich dann gekränkt, weil zum Beispiel die Jungs den Ball nicht abgeben, was ich zum Beispiel zu gut auch noch aus meiner Schulzeit kenne. Oder eben die Jungen von den Mädchen genervt sind, dass sie eben dann schlecht spielen. Das kenne ich auch noch zu meiner Zeit nämlich. Und wenn es dann eben nur Jungen und Mädchen sind, ist es auf jeden Fall einfacher, so gesehen, denen das beizubringen. So, das ist natürlich ein Vorteil. Für die Chemie, wo ich ja eben sagte, vielleicht ist das ja nicht so hilfreich, muss ich so ein bisschen revidieren, weil Jungs unter Jungs verstehen sich. Aber, und jetzt kommt es wieder halt auch eben so auf diesen Aspekt, es ist langweilig. Ich glaube, Unterricht wäre langweilig, wenn wirklich nur Gleichgesinnte Unterricht zusammen haben. Halt eben Jungs, Jungs oder Mädchen, Mädchen. Und wo ist da dann der Reiz? Weil man piesackt sich vielleicht mal so im Unterricht, gerade ja auch so bei Gruppenarbeiten, dann redet man ja auch und sind wir mal ganz ehrlich, Mädchen brauchen irgendwie die Jungs und Jungs brauchen irgendwie die Mädchen. Deswegen, wenn ich jetzt alles so resümiert habe und ich die Frage beantworten müsste, halt eben nochmal die Frage ganz genau, sollten Jungen und Mädchen in bestimmten Fächern getrennt voneinander unterrichtet werden? Ah, hier steht ja aber auch in bestimmten Fächern. Dann würde ich, muss ich ganz ehrlich sagen,
in Sachen Sport, und hier steht nur in bestimmten, hier steht ja nicht in allen, dann würde ich die Frage mit Ja beantworten, aber nur in Sport. Alle anderen Fächer, wie zum Beispiel Mathematik, Deutsch, Philosophie, Geschichte, das sind so Fächer, wo man in Gruppenarbeit ja auch gut immer was machen kann, eben in Deutsch halt eben zum Beispiel so gemeinsam Texte schreiben, wenn es das erfordert, oder halt eben sonst ja auch Referate halten, in Geschichte ja auch eben Gruppenarbeit oder Referate, gerade Referate. Man macht zwar auch mal alleine Referate, aber man macht ja auch immer mal gemeinsam Gruppenaufgaben-Referate. Und deswegen würde ich die Frage dann mit einem Ja beantworten. Schreibt mir in die Kommentare, wie seht ihr das? Seht ihr das genauso wie ich? Oder nicht? Das würde mich mal sehr interessieren. So, ich glaube nicht, dass... Warum habe ich heute so Probleme mit dem Bauen? Ihr müsst wissen, ist schon eine etwas längere Session heute. Also ich nehme jetzt schon eine gewisse Zeit auf. Ist hier ein 1, 2, 5. Na komm. So. Denn somit, meine Lieben, haben wir jetzt nur noch eine Ebene. Und jetzt ist die Frage, diese eine Ebene, hole ich jetzt dafür dann nochmal diesen 1-Stack raus? Kann man eigentlich machen, oder? Also das kann man ja eigentlich schon machen. Hier, komm, also ich glaube, das dürfte reichen, oder? Ich kann das jetzt gerade schlecht einschätzen. Ich glaube, das reicht nicht. Ja. So viel dazu. Ich muss mal auf die Zeit gucken. Ich habe gar nicht jetzt auf die Zeit geachtet. Ja, okay. So. So. Dann habe ich hier gleich andere Fragen noch. Das hat so halt so mit Schul. Das sind halt so Diskussionsthemen für eben für Schulen halt eben, wo man dann halt eben gut drüber reden kann. Oh, das ist interessant. Das hebe ich mir gleich für die zweite Folge auf. Deswegen kann ich ja nochmal eben so ein bisschen Smalltalk machen. Über das Wetter. Das Wetter ist richtig dumm einfach nur. Ich war jetzt gestern unterwegs. Und ihr werdet es mir nicht glauben. Ich bin ja so einer. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich bin so einer. Ich schwitze eher, statt zu frieren. Es waren, ich würde mal sagen, 10 Grad. Es waren so 10 Grad und, war ja so mit Familie unterwegs. Familie trägt Jeans. Ich trage eine Dreiviertelhose. Alle frieren, ich nicht. Und, oder habe ich hier noch was drin? Nein, hier habe ich nur Stein drin, okay. Stimmt, das müssen wir gleich holen, sorry. Ich muss auf die Zeit achten. Ich laber und laber hier und achte nicht dann auf die Zeit, wegen Folgenende natürlich auch. Wie gesagt, ich nur Dreiviertelhose. Ich schwitze eher statt zu frieren. Und ungelogen, alle haben irgendwie gefroren. Und ich bin dann so und denke mir nur so, boah, ich könnte jetzt nur meine Jacke ausziehen. Habe ich dann auch so gesagt und die so, sag mal, spinnst du? Also ungelogen, ich habe so geschwitzt, obwohl es gar nicht so warm ist. Und ich denke, wie das Wetter ist, wisst ihr ja auch. Von daher, das ist schon interessant zu sehen.